Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich wink mal noch mit. So, und ja, wir sind hier gerade in einer Gruppenmission. Wir sind an einem Stützpunkt und ja, jetzt will Dü wahrscheinlich gegen den Zorn da, den älteren, fast so alten Typen wie den von Imperator selbst antreten. Ah, jetzt hier. Na ja, siehste. Na komm, machen wir da einfach mal platt. Deswegen hatten wir dann auch in der letzten Folge hier das Gerät zum Zerstören halt mit dabei gehabt. Genau, ich wusste es doch noch, so. Ob das noch steht. So, ich mach mal hier einen wieder. Oder ob es wieder steht, meinst du? Ob es wieder steht, ja, genau. Weil irgendjemand hat es ja kaputt geschossen. Oh, die machen ganz schön Schaden. Och, nö, geht schon. Alles gut. Selber schuld, wenn du deinen Heiler nicht mit hast. Ja, eigentlich spiele ich ja gerne mit Kira, aber ohne Heiler ist ganz schön. Dam-dam. Okay, dann heil dich mal. So, wo bist du denn? Ach da, heilt immer noch. Ich wollte erstmal den Kommando da, genau. Ich glaube, ich hole wirklich mal den Heiler raus. Ja. Zählt alles nichts. Tut mir leid, Kira. Hast du wenigstens richtig ausgestattet in den letzten Folgen? Den Heiler? Nee, nicht. Die Kira. Die Kira? Ich glaube ja. Ich glaube, die war sogar gar nicht so schlecht ausgestattet. Na dann. Dann lohnt sich ja jetzt auf einen anderen zu wechseln. Da wurde der Doc. Weiß es nicht. Hey, mein Doc ist nicht da. Der ist gerade im Urlaub. Ah, verdammt. Hey, ist er tot oder was? Oder wo ist er? Wo soll ich das wissen? Ach du, wegen dem Kampf, du musst ihn erstmal rufen. Im Kampf erscheint er ja nicht. Ach so. Ist der tot? Könnte ja sein. So, der ist auch schon tot. Okay, dann holen wir mal her. Da ist er. Ah ja. Siehst du, der ist auch aufgestellt. Also einen geilen Helm hat er hier. Zeig mal her, Wilma. Will mal den Helm gucken. Der redet dann auch so scheiße. Ja, ich sollte vielleicht auch mal meinen Helm aktivieren hier in der giftigen Umgebung. Warte, das mache ich gleich mal Augenblick. C wird heute mal mit Helm gekämpft. Ja, genau. Sonst kriegt man hier keine Luft. So, Kopfslot einblenden. Was habe ich denn für Scheißteil an? Das sieht ja scheiße aus. Ja. Ja, lass lieber drauf. Vorher war auch nicht besser. Ja, ne, du hast, du meinst, nee. Hast du mit dem Spiegel verwechselt wieder, was? So, komm. Nee, den Scheißhelm. Nehme ich nicht. Was habe ich verwechselt? Wie willst du damit sagen, dass ich dich gerade so im Real Life beleidigt habe? Ja. Ja. Und ich muss sagen, selbst im Grün sehe ich besser aus als du im Real Life. Du hast mich doch schon lange nicht mehr gesehen. Das kannst du jetzt gar nicht mehr beurteilen. Ja, ja, doch, doch, doch. Ich habe Fotos von dir gesehen. Mhm. Das war's. Wir haben's geschafft. Jetzt, wo die Strahlenschilde aktiviert sind, können wir durchhalten, bis Verstärkung eintrifft. Wartet, da sind Bewegungen außerhalb des Strahlenschilds. Wer ist das? Dü. Was für ein Mysterium die Macht doch sein kann. Ich bin gekommen, um einen Verräter zu suchen, und wen finde ich? Euch. Die Zeit kommt bald. Ihr seid zu spät. Heute werdet ihr niemanden für den Imperator umbringen. Eine geringe Enttäuschung, die von dieser kuriosen Entdeckung in den Schatten gestellt wird. Ihr seid stark und von der Dunkelheit berührt. Das ist unerwartet. Das ist typisch. Ein Vorteil? Wahrscheinlich.
Ihr könnt den Verräter des Rats der Sith behalten. Ich rieche seine Schwäche. Er wird durch seine eigene Hand sterben, wenn er die Möglichkeit hat. Gebt es zu. Ihr wollt nicht gegen mich kämpfen. Arrogant und stolz. So viele Überraschungen. Der Imperator muss von unserem Treffen erfahren. Ich werde ihn nicht durch Verzögerungen enttäuschen. Lebt wohl vorerst. Friert es hier drin, oder ist das nur mein Blut, das kristallisiert? Nichts für ungut, aber dieser andere Jedi hat uns nur Unglück gebracht. Es wäre vielleicht besser, wenn er geht. So, okay. Ich glaube, du musst nochmal mit dem Typen reden, aber ja. Der Zorn des Imperators ist fort. Er wird euch nicht mehr suchen. Ihr habt diesen Stützpunkt gerettet. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Nichts ergibt mir einen Sinn. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Republikanische Verstärkungstruppen sind auf dem Weg. Sobald sie da sind, werdet ihr euch dem Rat der Jedi stellen. Sie können euch helfen. Ich habe Schande über Meister Braga gebracht. Er hatte solche Hoffnungen in mich gesetzt. Wenn man scheitert, hat man die Gelegenheit, Dinge wieder gut zu machen. Erlösung sollte euer Ziel sein. Ich weiß nicht, ob ich diesen Weg gehen kann. Doch ich werde es versuchen. Ich werde dem Rat alles gestehen und ihn über mein Schicksal entscheiden lassen. Möge die Macht mit euch sein. Jo, dankeschön. So, habe ich auch wieder mal was Gutes gemacht. Ja. Die dunkle Seite hast du. Der hat schon die dunkle Seite in dir erkannt, der Zorn des Imperators. Und er hat ja so vollkommen recht. So, Gott, gehen wir mal aufs Pferdl. Und warte mal, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Was machen wir denn als nächstes? Wir haben da oben Evakuierung der Wissenschaftler. Ist das noch in der Höhle oder ist das weiter außen rum? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Wir können ja mal hier Kriegslager, drei Familien, Kommandozentrale, gehen wir einfach dahin oder wo willst du jetzt hin? Gehen wir halt mal hoch, ne? Na gut, das ist halt sowieso noch irgendwie sowas Blaues. Was Blaues? Blaues, was Grünes zum Abgeben halt, meine ich schon. Ach so, ja, das ist oben in der Stadt höchstwahrscheinlich. Ja, wir schauen mal, ob ja, mitten in der Stadt das Ding da ist. Kriegen wir hin. Komm, das, komm. Put. So, gucken wir mal, ob wir da oben reinkommen oder unten durch. Nee, das ist oben, glaube ich. Da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Na, dann schauen wir mal, ob wir da oben reinkommen. Da oben ist ja ein Eingang. Lalalala. Mal schauen. Alles voller Gift hier. Und irgendwelchen Warzenschweinen, die Frösche, die sind ja ähnlich. Magst du Warzen? Naja. Hast du auch schon mal eine Warze gehabt? Ja, als Kind hatte ich tatsächlich auch schon mal eine, nur nicht im Gesicht wie du. Hä? Ich hatte doch nie im Gesicht eine Warze, Mann. Dein einziges Gesicht ist eine Warze. Deine Witze sind nicht lustig. Die mag keiner. Gib ihm einfach einen Daumen nach unten. Nein. Für diesen schlechten Witz. Du mag keinen. Du magst nicht. Gib der Dü einfach einen Daumen nach unten, um ihm zu zeigen, dass er meine Witze mögt. So. Einfach Daumen runter bei Black. Das hat er verdient. Naja, macht bei mir einen Daumen runter, aber bei Dü und die ab, dann habe ich alles gut. Muss ich wohl mal wieder ein bisschen rumhaten bei dir und dir mal wieder ein paar Dislikes geben. Ja, das macht er ja öfter so. Die meisten Dislikes, die ich ja habe auf meinem Kanal, die sind ja von Dü. Weil er einfach eifersüchtig ist. Aber was will man denn machen? Richtig. Ein Kleingeist. So, besiege die Streitkräfte des Huttenkartells. Juhu. Feindliche Lebenszeichen erloschen. Schön. So. Wenn irgendwann mal jedes deiner Videos mal angeklickt ist und einen Dislike hat, ne, dann weißt du von wem das kommt. Ja, ne, das weiß ich auch so schon. Der einzige Grund, warum das noch nicht gemacht ist, weil dir das zu viel Arbeit ist. Das stimmt. Ja, ich kenn dich doch. Bam.
Oh, hier habe ich was zum Einsammeln. Kann ich ja mal machen. Wobei könnte es nicht rein theoretisch auch negative Folgen dann für dich haben, sowas. Wieso? Im Sinne von, ja, keine Ahnung, dass dann ja deine Suchergebnisse schlechter gewertet werden oder so. Jein, also die Likes werden sehr wenig mittlerweile in den Suchergebnissen gewertet. Klar, die gehören immer noch dazu. Aber in dem Fall heißt teilweise wirklich, negative Werbung ist auch Werbung. Okay. So, wo bist du? Hier oben. Oh, ich bin gerade. Okay. Mal letzten Endes, klar, ein Dislike selbst, wie gesagt, gibt's. Ich denke nicht, dass ich irgendwo Videos habe, wo nicht wenigstens mal jemand darüber nachgedacht hat, ein Dislike zu geben. Letzten Endes, es kommt immer vor, je mehr die Videos aufgerufen werden, alle Videos über 100, na gut, nicht alle Videos über 100, aber alle Videos über 1000 Abonnenten haben sich mit über 1000 Aufrufe haben mit Sicherheit ein Dislike drauf, mindestens ein. Schon immer. Ganz von Haus aus. Irgendwo gibt's immer einen, der ein bisschen haten muss. Richtig. Und wenn das ich bin. Ich bin nämlich Haterlein. Ja, genau. Der zweiter YouTube. Mein zweiter YouTube-Nick ist Hater 235. Ja. Oder am besten und noch sowas wie mit der Jahreszahl am Ende. Hater genau. 2005 oder sowas in die Richtung. Hey du. Hey, hey, Hater. Immer weiter, immer Hater. Da hinten ist noch so ein Teil. Ich geh mal hier hinter. Aber ich sag's mal so, wenn ich irgendwann mal im PvP oder sowas in die Richtung gegen Nick XYZ 2000 verliere, dann gehe ich mich begraben. Warum? Naja, 2000. Also, weißt du Bescheid, ne? Ja, aber man kann sich ja trotzdem 2000 nennen, weil man 2000 angefangen hat. Es gibt nicht nur jeder, nimmt die Jahreszahl von seinem Geburtstag. Naja, im Normalfall ist das schon der Fall. Naja, aber normal ist eben nicht die Regel. Also die Regel ist es schon, aber... ja doch, es ist die Regel. Aber es gibt immer Ausnahmen von der Regel, ne? Ja, richtig, aber die Regel ist es halt, ne? Ja, die Regel mag sein, aber es gibt immer Ausnahmen. Zum Beispiel gab es mal eine Dül 01. Ja, und? Bist du im Jahre 01 geboren? Das hat ja nichts nach Christi. Zu tun. Ja, tatsächlich? Das hat ja nichts mit 01 zu tun. Das ist ja einfach... 01 hat ja nichts... Ja, wie soll man sagen, also... Ja, es ist eine Zahl, letzten Endes, man nimmt die Zahl, die einem so einfällt. Ja, ja. Wenn der Dylan 2001 heißen würde, dann könnte es auch immer noch sein, dass er am 20.01. geboren ist. Das kann natürlich auch sein, ja. Ach, mit dir. Alles muss man dir erklären. Nee, mussten wir gar nicht. Gut, wenn er Dylan 2000 heißen würde, am 20.0. ist dann doch schon schwieriger. Ja, siehst du. Aber das heißt immer noch nicht, dass er ist. Vielleicht hat er nur halt, was weiß ich, den vielleicht Mark. Gibt er die Zahl 2000. Ne? Nee, vielleicht ist ja teilweise so, dass bei Versionsnummern, dass es halt sein 2000er Char, also zweiter Char ist. Also sein 2000er Char natürlich, ne? Das kann ja mal passieren, ne? Nee, ich meine sein zweiter Char. Sein zweiter Char. Sein zweiter Char. Merkst du eigentlich selber, was er erzählt? Ja, natürlich. Ich hatte mich verhaspelt. Ich meinte sein zweiter Char. Das ist durchaus möglich. Oh mein... Es ist durchaus möglich, dass ein Char mit Tausendern fortgesetzt wird. Zum Beispiel hier Knight Rider. Da hieß das Teil ja Knight Industries 2000. Also Kit Knight Industries 2000. Und dieser 2000ste war halt einfach nur das zweite Auto, was so gebaut wurde. Nicht das 2000ste. Ist allgemein üblich, oder es kommt auch nicht selten vor, dass halt solche Sachen gemacht werden. Oder Windows 2000, das wurde ja auch nicht das 2000er Windows. Diesmal war es wirklich auf die Jahreszahl bezogen. Genau, Windows 10 hingegen hat wieder nichts mit 2010 zu tun. Es ist vollkommen willkürlich teilweise. Du denkst immer nur, ja, eine vierstellige Zahl muss automatisch ein Dings sein, eine Jahreszahl. Aber vielleicht kann es auch mal nur einfach nur eine PIN sein. Ach, eine PIN, damit ich einkaufen gehen kann. Ja, genau. Die EC-Karten-PIN. Damit ich sie nicht vergesse, habe ich sie im Chart drin. Richtig, genau. Merkst du eigentlich selber, was du da erzählst. Ja, natürlich. Und soll ich dir mal sagen, diese PIN ist sogar sicher. Soll ich dir sagen, warum? Weil niemand diese Zahl nehmen würde. Die ist so unzuverlässig und so auffällig, dass keiner auf die Idee kommen würde, so eine PIN zu nehmen.
Genau, sei denn natürlich, ihr guckt mein Video und merkt, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Passwort 1, 2, 3, 4, 5 wird 1000 Mal heutzutage verwendet. Das ist das erste Passwort, wird versucht wird zu knacken. Genauso danach 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Da muss ich aber mal was einfallen lassen. Ganz genau. Am besten machen wir das in der Folgenpause, weil die Folge E ist jetzt wieder rum und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da gucke ich mal, ob ich noch merke, was ich sage, weil das du ja heute schon zweimal gesagt hatte, ob er überhaupt noch merkt, was er sagt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.